Mit 22 Punkten nach 11 Spielen überwintert unsere U19 auf Platz 2 der A-Junioren-Bundesliga. Also ich glaube, wir können ganz zufrieden sein mit unserer Hinrunde. Hätten natürlich in einem oder anderen Spiel mehr Punkte holen können, wo wir jetzt zum Beispiel unentschieden gespielt haben. Aber alles in allem können wir zufrieden sein. Ich meine, wir haben erst ein Spiel verloren. Zufrieden können die Club-Youngsters auch mit der bisherigen Pokalsaison sein. Nach Siegen gegen den FC Magdeburg und RB Leipzig steht die U19 im DFB-Pokal-Achtelfinale und spielt am kommenden Samstag gegen die A-Junioren von Hertha BSC. Vorfreude ist natürlich sehr groß, auch beim Trainerteam, finde ich, merkt man das an. Wir gehen da mit breiter Brust in das Spiel rein und sind auch sehr euphorisch und legen unseren ganzen Fokus darauf, jetzt noch einen guten Jahresabschluss hinzulegen. Mit der Hertha U19 kommt der Spitzenreiter der A-Junioren-Bundesliga Nord-Nordost an den Pfalzner Weiher. Letzte Saison trafen beide Mannschaften auch im Pokal aufeinander. Damals gewannen die Herthaner mit 5:2. Wir haben auch letztes Jahr gesehen, was ihre Stärken sind. Aber es sind natürlich andere Spieler wie letztes Jahr, eben in ihrem Team, aber auch in unserem Team. Deswegen glaube ich nicht, dass wir uns verstecken müssen oder eben irgendwie Angst vor denen haben müssen. Deswegen denke ich, dass unsere Chancen auch sehr gut stehen. Spielbeginn ist am Samstag um 11 Uhr. FCN-Mitglieder und Dauerkartenbesitzer genießen freien Eintritt. Ja klar, wir freuen uns natürlich über jeden Zuschauer, der kommen würde. Wir wissen ja auch, dass die Profis und die U21 jetzt kein Spiel mehr haben. Deswegen wissen wir auch, dass einige Fans jetzt mehr Zeit haben und würden uns natürlich über jede Unterstützung freuen.